Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Hofbergmann-Map mit dem Randy zusammen und dem Fritzi. Hallo. So, Fritzi, anderen Plan haben wir. Fritzi, Mann, ey, Mann, ey. Warte Fritzi mal, ich kann raus. Was? Ich hier keinen Trigger zum Wasser abkippen, weder Q noch R. Weg. Gut. Mal lieber mit den Deutz. Deutz ist cooler. Wie sie, komm her. Ich würde jetzt ganz so eine Nackenschelle geben, aber geht ja nicht. Komm mal her. Ja? Ja, yeah, komm mal! Ich sehe dich nicht. Da! Wo? Was? Du siehst mich nicht? Nee, ich sehe dich nicht. Ich stehe jetzt vor dir. Okay. Lauf mal Richtung grünen Anhänger. Diese, genau. Weiter. Rechts! Gerade weiter. Warm. Rechts! Warm, heiß. Verbrenn dich nicht, Füße. Alles klar. Das Lustige ist, der blaue Container stand schon dort. Ja, deswegen. Pass auf, wenn du da Wasser reingeschüttet hast, gehen wir zweimal fix auf die Reise runter zu dem Arschlochsalat, in dem wir jetzt den Rücken gekehrt haben. Und, ja. Fahren wir noch ein Stück vor, Alter, du biegst den Schlauch voll. Da ist voll. Was? Ja, lass doch dort stehen, ja. Und hol mal noch den restlichen Stuff da unten. Da müssen irgendwie noch zwei Anhänger stehen. Soll ich den grünen erstmal hier so stehen lassen? Ja. Brauchen wir alles hier. Boah. So, da müssen wir lang. Das ist so ein Sack, ey. Oh, that's all for you, Scheiße. Da ist aber drüber geklettert über Skulli, ne? Da kennt er nix, der Deutz. Da kennt er nix. Einfach drüber geklettert. Warte mal, wir gucken noch mal ganz kurz hier bei den... Du hättest der Schnauzer, Junge. Achso, hier sind ja, warte mal, hier sind ja die Schweine. Ja. Warte mal, wo waren unsere Rinder? Da oben, da fahren wir dran vorbei. Naja, komm mal mit hier. Dam. Und jetzt gibst du mal ein bisschen Gas, Kollege. So. Komm, hier ist 80. Ich schaff nur 50. Meine Fresse. Diese Rentner immer. Hier rechts ist das, hier rechts ist die Milchverarbeitung übrigens. Ja, weiß ich. Ja, weißt du. Dahinter wird das Getreideschrot hergestellt. Links eine Möglichkeit zum Tanken oder Bockwurst essen. Ja. Brauchen wir das Getreideschrot nicht für irgendwas nochmal? Richtig. Oder was hingebracht? Richtig. Aber leider haben wir keinen Anhänger zum Transportieren. Darum kümmern wir uns jetzt gerade. Fritzi won. Jo. Junge, ich bin der Punisher. Kennst du den? Ja. Ja. Im Fachkreis wäre ich der Punisher genannt, mein Freund. So. Und das liegt an der überdurchschnittlich groß ausgeprägten Geschlechtsverformung, ich weiß schon. Das hast du gesagt, ich wollte diesmal total auf was anderes. Meine Hupe hört sich männlicher an. Ja, aber dein scheiß Traktor schläft gleich ein, Junge. Das ist wohl wahr. So, jetzt zieh ich hier vorbei. Alter. Randy, der ärgert mich. Brizzy, Zahnriss und fließt raus. Danke. Oh, okay. Ja, Alter. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab wirklich, ich hab nichts gemacht, Randy. Gar nichts. Frisi hat angefangen. Ich kenn's ja, er fährt ja manchmal so wie so eine wilde Hilde. Wie die wilde Hilde? Wie die wilde Hilde. So, ein roter Anhänger ist frei, steht da mal auf. Nicht, brauchen wir eigentlich nicht. Gut. Ah, was hast du denn geplant jetzt? Ist alles noch Stroh, Alter, ey.
Wie sieht's denn hier? Kannst du mal, wenn du am Hof bist, bitte gucken, wie es Silo, Gärung. Es wird noch dauern, aber. Hm. Nimm mal bitte den roten Anhänger und füll mal die Silage rein von Fermentierer-Silo. Bringen wir uns nicht viel, hat schon alles zu. So ätzend. Gut, aber kannst du den roten Anhänger trotzdem drunter stellen. Ja, ich mach mal gerade noch hier die zwei Fabriken hier leer. Oder Dings hier, ja, Saatgutproduktion und Getreidetrocknung. Ja. Ja. Randvoll, aber den mach ich ja schon leer. So, Fritzi Bonn. Ja. Guck mal bitte vorne. Ach, du bist ja. Bist du schon da? Guck mal bitte beim Salat, ob da noch irgendwas fehlt. Also. Ja. Ob jetzt irgendwas bei Null ist, dass hier quasi die Produktion erstmal beendet ist oder ob die noch Salat produzieren. Oh ja. Produziert noch. Saatgut ist 21%, Diesel 19%, Dünger 30%, Wasser 84%. Salatpalette ist zu 90% gefüllt und Salatabfall 61%. Lass doch einfach laufen erstmal. Ja. Müssen wir irgendwas ansehen wieder oder wie sieht's denn da erstmal aus? Gute Frau. Rein theoretisch, ja. Aber egal, ich will erst mal. Was gibt's? Ja. Ich hoffe, wir sind am Aufnehmen. Das darf ich ruhig mal vorstellen. Nee, erinnere mich mal dran, dass ihr nach der Aufnahme, dass ihr endlich mal ein Foto schickt von seiner Olga. Olga! Dass wir die hier auch mal sehen. Kommt die mit zur GC? Nein. Ach so, nee, mit den Kindern ist blöd, ne? Genau. Ja, scheiße, obwohl, wie alt sind die? Die würden sich doch, GC wäre da auch was für die, ne? Für einen Zweijährigen. Ist nicht so. Ja gut, und? Für den einen vielleicht neun, aber... Na, für den wäre das was, ne? Aber da ist ja hier schon das dritte da, oder? Ja. Ach, das ist ja das nächste. Stimmt. Wirft ja auch. Naja, aber Kinder von 0 bis 6 zahlen weniger. Das müsst ihr aber nicht antun. Nee, das ist wohl wahr. So, warte mal, hier sind wir gleich in der Salatproduktion, sind wir gleich durch. Mal gucken, ob wir die eine Palette noch. Cool, das kommt bei Astra ganz gut. Haben Sie auch Spiele für Kinder? Friesi, lass ihn mal hin, bitte. Ach echt? Ich dachte, den wollen wir, nehmen wir mit. Wir machen noch einmal leer. Achso, okay. Den Salatabfall. Wenn das hier durch ist. 6%, 5% Diesel noch, 3% Saatgut, hat sich also gleich geschissen. Obwohl. Wie viel Saatgut haben wir hier noch drin? Boah, da muss auch eine, ey, Alter, wenn die F drückst hier Taschenlampe, ne? Das muss ja eine übelste Mac-Light sein. So eine ja, mit 84 Batterien. Kennst du die? Ja. Die 2,86 Meter lang ist? Ja, das ist die so, Saatgut auf Null. Ist es nicht das, was die Bullen bei sich tragen? Ja, die haben immer... Ach, Renny, erstens heißt das die Polizei. Was die Polizei bei ja, sich trägt? Ja, weil die Bullen... Was die... Oh, lol. Die Bullen haben auch was im Malz. Jetzt, nu hab ich ein bisschen out of synchro gerade. Warte mal, nehmen wir hier wieder runter. So. Achso, hast du das gerade hier hingefahren? Nee. Hab ich so, fahr mal weg hier den Haufen. Echt? Ja, echt! Arbeitsmodus. Mach hier noch den Salatabfall leer da, ja? An. Kommt das eigentlich hin? Kompost, wa? Warte. Jo, so, haben wir fast einmal einen Anhänger vollgekriegt mit Salat, so cool. Na, wer hat's erkannt? Jo. Aber führen Sie Ihre Ausschritte bitte weiter aus, weil es würde mich wirklich interessieren. Moment, was soll ich weiter ausführen? Ihre Ausführung. Na was, jetzt Ausführung ne, weiter ausführen oder die Ausschritte, wie du vorher gesagt hast? Du kannst auch die Ausschritte weiter ausführen, das ist mir auch... Ist mir was in denn Falle... für Ausschritte?
Wegen diesen Taschenlampen. Ach so, ja. Hä? Da wollte ich gar nichts ausführen. Ich wollte nur sagen, wenn du F drückst, halt, wenn du mit dem Kunde hier für naja, Kursen und unterwegs haben bist. Auch, die Dinger haben doch auch, die werden Herren der Ordnung. Oder nicht? Die haben doch auch solche, das solche Dinger. Ich weiß nicht. Die Polizei. Ach so. Die haben doch solche Riesendinger. Oh, das weiß ich nicht. Da scheinst du mehr Erfahrung zu haben. Ach, meine Fresse, die haben doch solche Dinger. Ich weiß, ich hatte dich damals durchsucht. Ich Schädel damit einschlagen gehen. Okay. MacLight meint er, die Polizei hat auch MacLights. Ja, die ja haben es auch kann MacLights. Schon sein, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Ich hab. Doch, haben sie. Ja? Ja, ja. Friese weiß das, siehst du? So. Muss ich aber hier, während Friese schaufelt, muss ich gerade was anderes fix schauen. Braucht doch hier mein Handbuch immer. So. Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz schauen, wo wir Dings hinschaffen können hier. Ups. Landhandel. Können wir den nach oben mitnehmen für das, wenn ich wieder Gülle mache? Für den Einstreu? Was denn? Hier den JCB? Ja. Den können wir hochfahren, den brauchen wir hier nicht mehr. Den können wir wirklich für Einstreu nehmen, ja, um zu verladen. Ja, aber den fahre ich später hoch. Ich fahre erstmal hier Salat und so und das Gehäcksel weg. Friesi, alles klar! Warte mal, raus da. Ach nee, ich fahr jetzt. Nee, mach hier. Alles gut. Salatabfall, weißt du wohin? Nee, deswegen. Ich dachte Gartencenter Kompost, habe ich gedacht, aber weiß ich nicht. Nee, ich bin ja auch gerade noch am überlegen, warte mal. Sag mal, ich bin doch nicht bescheuert. Ich hab doch hier diesen Salat. Wie heißt das nochmal direkt? Salatabfall. Was heißt so direkt so, ne? Ja, so steht das da an das Ding drauf. Salatabfall. Sag mal, ich bin doch nicht bescheuert. Ich hab doch diesen Salatabfall. Hab ich das letzte Mal gelesen. Salatabfall, ja, gehäckselt. Ich finde hier nichts. Na sag mal, ich bin doch nicht blöd. Auch nichts unter Gartencenter drin. Wie bitte? Auch nichts unter die Kategorie Gartencenter drin, dass er dahin muss. Nö. Nee. Das Ende ist jetzt komplett und doof, aber ich habe doch diesen Salatabfall letztens gesehen. Ich bin doch nicht blöd. Und Landhandel? Warte mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo die Rotze jetzt hin soll. Fahren wir zum Landhandel, das ist direkt hier oben, wenn da nicht, glaube ich, Gartencenter. Irgendwo muss es ja da sein. Du es jetzt auch nicht weißt, ich weiß auch nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
Weißt du was, Randy? Nö. Also, meinst du jetzt im PDA oder in deinem komischen Gehalt? Beides geguckt. Aber ich hab das ja noch gelesen gehabt. Ich hab das noch gelesen mit diesem Salatabfall und ich hab gerade keinen Schimmer, wo das sein soll. So, warte mal, die Gaststätte. Da ist das Gasthaus. Das ging ja nicht, ne? Dann fahren wir einfach in den Landhandel hinter. Wo hat man das am Landhandel verkauft, die Salatpaletten nochmal? Da bei der Hütte. Also bei dem großen Gebäude, was da im Endeffekt steht. Auf der vordersten Seite, also nicht der kleine schmale Gang, sondern halt, ne, was halt zu den Fläche führt. Der Bums hat zu. Der Bums hat zu, ist richtig. Deswegen spüre ich ja schon wie ein Mann hier. So, du bist offen. Komm mal vorbei, ich bin schon drin. So, warte mal, in der Hütte, welche Hütte waren das jetzt? Da wo die Kartoffeln stehen davor? Randy? Ja. Da wo ja, die halt ja, stimmt. Ja, halt da wo das Gitter da im Endeffekt ist. Die das Schiebetor. Ja. Hier. Ja, gar nichts. Dann auf die Seite abladen oder wie? Bling, bling. Ist doch gerade schon gemacht. Ja. Hä? Also stehst du schon mal richtig. Ja doch, der Trigger hat es schon erkannt, aber hast halt noch nicht verkauft, weil sie drauf sind. Also da bist du auf jeden Fall richtig, ja. Wenn ich jetzt Abladeseite, warte mal. Die? Und jetzt einfach abladen und dann passt, sagst du. Ich mach's einfach. Wie ist das? Das ist dein Glück. Wow! Schön! Das hat sich gelohnt, wir sind sogar aus dem Minus raus. So, Freezy, du guckst mal, ob du den Scheiß jetzt loskriegst, ha? Ja, ich glaube hier. Bin mir aber nicht ganz sicher. Hier ist ja nichts beschriftet. Für was, wo wären wir jetzt? Alter, die FPS, ey, ist das hässlich, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich gucke hier mit 16 FPS, jetzt bam, geht's auf einmal auf 30. Was ist das? Das ist Häckselgut. Was? Was ich hier im Anhänger hab. Hä, das wird nicht als Häckselgut gewertet. Er sagt hier, Häckselgut wird hier nicht angenommen. Müsste ja ein Silo schmeißen können. Ja, dann probieren wir das doch. Fahr am Hof den Rotz. Ja. Wenn ich mal irgendwo einen Hieb-Tipp-Trigger. Müsste ja jetzt hier auch funktionieren, ne? Gut, meine lieben Freunde, wir sind aber erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bin ich überhaupt dran? Ja. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja. Ne? Tschüss. Tschüss.